Lektion 5 aus Ein Kurs in Wundern. Ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Ja, jetzt wird es spannend, denn wir regen uns ja gerne auf. Aufregung bedeutet, das sind Gefühle wie Angst, Sorge, Depression, Beklommenheit, Ärger, Hass, Eifersucht und so weiter. Also jedes Gefühl, was einfach nicht Frieden ist oder Freude, das ist Aufregung. Und der Mensch regt sich ja den ganzen Tag über gerne auf. Ne? Und er meint eben auch ein Recht dazu zu haben, sich aufzuregen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendetwas ihm scheinbar so droht. Und dieses Recht haben wollen, ne? Das ist ein ganz tiefe Eigenschaft des menschlichen abgespaltenen Geistes. Was tun wir eigentlich mit unserem abgespaltenen Geist, ohne es vielleicht wirklich, ja, wahrscheinlich wirklich, ohne es zu merken? Wir separieren den ganzen Tag. Wir machen Unterschiede, wir unterteilen, wir geben Bedeutungen, wir bewerten, wir ordnen ein, wir kreieren Rangordnungen, Hierarchien, wichtig, was ist wichtiger? Was stört mich mehr und so weiter. Und was das auch zur Folge hat, ist, dass wir dafür dann kämpfen, dass wir das verteidigen, dass wir bestrafen. Also all diese Dinge laufen mehr oder weniger subtil ab oder mehr oder weniger ohne unser Bewusstsein. Es läuft tatsächlich ab. Wir tun das den ganzen Tag. Und natürlich tun wir das ohne den Heiligen Geist. Also einfach so für uns. Und wir glauben, wir haben recht und wir denken, das ist natürlich, das zu tun. Und wir merken gar nicht, wie wir eigentlich den ganzen Tag damit eben trennen. Wir trennen den ganzen Tag. Unser Geist ist die ganze Zeit damit beschäftigt, zu trennen. Und jetzt wird uns gesagt, dass wir das gar nicht tun aus dem Grund, den wir meinen. Also es gibt einen anderen Grund. Und wir werden einfach mit diesen Anfangslektionen werden wir vorbereitet. Es geht weiterhin darum, Bedeutungen wegzunehmen. Es geht darum, uns zu öffnen, unseren Geist. Es geht eigentlich darum, Dinge zu verlernen. Verlernen. Also wenn wir Neues lernen wollen, dann müssen wir zunächst verlernen. Und darum geht es wirklich. So werden wir vorbereitet. Der Grund, aus dem wir uns aufregen, da werden wir hingeführt. Der wird uns heute noch nicht verraten. Ne? Es ist alles eine Vorbereitung, eine sanfte Vorbereitung. Das heißt, mach einfach mal diese Übungen und es ist wichtig, wirklich zu schauen, alle Quellen der Aufregung gleich zu behandeln. Nicht zum Beispiel zu sagen, ach, das brauche ich gar nicht behandeln, diese Quelle, das ist nicht so wichtig. Alles, was meinen Frieden stört, auch wenn es nur eine kleine Sache ist, ist gleichermaßen wichtig, denn sie stört meinen Frieden. Bedeutungen rausnehmen, darum geht es. Und das sind persönliche Quellen, die wir da finden. Es sind weltliche Quellen, die wir da finden. Und da können wir wunderbar unseren Geist durchforsten und einfach mal befreien von der Idee, dass ich einen Grund habe, um mich aufzuregen. Und wir können gespannt sein, was letztlich wirklich der Grund ist. Denn es gibt eigentlich nur einen Grund, einen einzigen. Und den werden wir noch lernen. Und wir werden lernen, dass alle Unterschiede, die wir machen hier in der Welt, selbstgemacht sind, homemade, eigengemacht. Und es diese ganzen Unterschiede eigentlich gar nicht gibt, weil
Ein Film ist ein Film ist ein Film. Egal, was darin erscheint, es ist ein Film. Und die einzige Unterscheidung, die es letztlich wirklich gibt mit dem Heiligen Geist, ist Illusion und Wahrheit. Das ist das Einzige, wo wir unterscheiden lernen. Und da werden wir hingeführt. So wenden wir also das heute die Lektion auf alles an, auf jede Form der Aufregung, auf jede Quelle und schauen, welche Form diese Quelle verursacht und bereiten unseren Geist weiter vor.